Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir sind hier immer noch auf Ixil oder wie man es auch immer ausspricht. Und ja, eigentlich, was haben wir denn für eine Quest? Sprich mit Justin Sneed in Aquila City. Wir können es auch endlich mal wieder verlassen, diesen Planeten. Und ich würde auch langsam, ja, komm, wir können auch mal wieder Ryujin weitermachen. Wir sind ja, was Schlossknacken angeht, schon mittlerweile soweit. Da würde ich dann Sarah wegschicken. Aber erst nachdem wir diese Quest hier erledigt haben. Ryujin hätte ich jetzt echt Bock drauf, weiterzumachen. Hatten wir schon so lange nicht mehr gemacht, sagen wir mal so, weil wir auch nicht vorankamen. So, und ich finde es auch immer noch schön, dass wir einfach gar keine Musik haben. Weg sind wir. Lief optimal. So. Orbit erreicht. Okay, Sternblut. Ich glaube, das werden wir nicht überleben. Jo, die sind echt stark. Kann die nicht einfach abhauen gleich? Ja, wir hauen ab. Die sind viel zu stark. Genau. Im Kampf. Wie? Ich kann nicht. Weil ich im Kampf bin, kann ich nicht abhauen? Weil ich im Kampf bin, kann ich nicht abhauen, oder wie? Jo, ich bin am Arsch dann. Nein! Ich kann mich nicht bewegen. Ja, ich kann mich wieder bewegen. Ich bin am Arsch. Okay, warte mal. Dann müssen wir wirklich gegen die kämpfen. Stufe 40 allesamt hier. Nein! Wo ist er hin? Da hinten. Den ersten haben wir. Komm, erfassen, 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 erfassen. Okay, das ist ein harter Kampf. Komm, 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 den muss ich schaffen. Ja. Letzter. Der letzte. Einmal noch reparieren. Aber wir müssen Schiffsteile auch kaufen irgendwo. Alter. Ich finde die Schiffe geil. Die. Ja. Okay, haben wir geschafft. Ich hatte jetzt gedacht gehabt, wir gehen drauf. Okay,
Das war jetzt aber echt ein Kampf. Grafantrieb läuft wieder. Ja. Okay, landen wir dann direkt da. Ich sehe mal zu, dass ich dann irgendwie mein Schiff erstens repariert kriege und zweitens auch neue Schiffsteile organisiere. Und wir müssen unser Schiff definitiv besser aufrüsten, weil das ist jetzt doch ein bisschen hart, gegen die zu kämpfen. Wären die Lebensformen nicht so aggressiv, wäre Aquila ein schöner Ort für den Ruhestand. Ja, auf der Erde sind die Lebewesen aber auch aggressiv. Ganz besonders die Menschen. In den letzten Jahrtausenden gewesen, ganz besonders. Kann ich dir irgendwie helfen? Sollen wir was reparieren? Ja, bitte. Okay, klar. Wir kümmern uns um Löcher, defekte Dichtungen und all sowas. So, und ich würde das lieber gerne mal kein Problem. Würde es modifizieren wollen. Hier, den hier, Schiff verbessern. Laser. So, ich würde dann mal hier vielleicht einen besseren Laser haben wollen. Neutronenstrahl. Gibt es etwas, was... Railgun? Ja, klingt auch schon mal so. Gaussgewehr. Etwas... Also Laser ist ja für die Schilder. Ja, das lieber nicht. Alpha-Strahl. Warte mal. Der macht 184 Schildschaden, den wir jetzt haben. Laser Blaze 2 GWSX. Was ist mit den Kanonen? Der muss Hüllenschaden machen. Der ist erhöhter. Der ist erhöht, aber das Raketenwerfer halt. Der macht definitiv beides mehr. Railgun. Der auch. So, warte mal. Wir hatten gerade hier den Hüllenschaden. Gaussgewehr. Nee. Warte mal. Feuerrate 1. Da gab es aber doch gerade einen, der macht Feuerrate 4. Was ist dafür schlechter? Und Distanz nur 1000 Meter. Das 3250. Ja, Raketenwerfer will ich nicht. Pulslaser. Feuerrad. Auto Elektronenstrahl Ravager. Oder Ravager.
Ich glaube, die eine hier unten, die Railgun, die hier. Die hier wäre viel, viel besser. Schildgenerator kann ich keinen besseren kriegen. Okay, warum? Reaktor kann ich auch keinen besseren kriegen. Warum? Annehmen. Ich würde aber hier dann vielleicht noch mal so, vielleicht kann ich hier Waffen noch eine hinzufügen für Raketen oder so. Raketenwerfer Atlatl. Wo würde der Sinn machen? So, dann Duplikat. Ja. Ah, okay, wir haben da Laser. Kann ich davon auch nochmal einen mehr irgendwo hinsetzen? Oder warte, hier nochmal zwei, eins. So kann ich den da nicht hinsetzen. Was ist denn da im Weg? Da geht's nicht, aber da. Warum? Was ist denn da im Weg? Nee, jetzt ernsthaft, was ist hier im Weg, dass ich das nicht hier hinsetzen kann? Will ich den vielleicht noch mal... Oder? Hä? Okay, da wird's gehen. Ja. So, dann haben wir hier einen Heliumtank. Und auf der Seite... Auch nochmal ein Helium-Tank. Was ist da drunter? Mal gucken. Das wäre das Beste. Den kann ich aber nicht machen, da fehlt mir Raumschiff-Design Rang 2. Fliegen Rang 4 haben wir, aber okay. Wäre das hier, glaube ich, das Beste aktuell, oder? Reparaturrate. Der hat Energie erzeugt 18 und der hat 27. Dann haben wir hier auch nochmal einen dicken Heliumtank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Heliumtanks. Was soll ich mit 7 Heliumtanks? Okay, wahrscheinlich können wir auch deswegen gerade mal so weit fliegen und so. Ach, wir haben den Schildgenerator. Warum haben wir nicht den?
Von den Sextant. Wir haben den Guardian 102D. Maximale Schildenergie 58. Regenerationsrate 5%. Der wäre am besten. Mit maximale Schildenergie 900. Den hier nehmen. Ah, okay, den können wir nur irgendwo oben hinsetzen. Ausrüstungskraft ist 39, also schon mal höher. Kostet aber auch wie viel Geld? Händlercredit? Ne. Meine Credits sind 361.000. So, was müssen wir noch verbessern? Nicht Struktur, auch nicht Waffen, Stationen, Fracht, Cockpits, keine Docker, Antriebe. So. Wo haben wir unseren Antrieb? Ach so, wir haben die Supernova-Dinger schon. Ah, ein Grafantrieb. Okay, Grafantriebe. Muss ich jetzt gucken, wo haben wir unseren Grafantrieb? Ach so, wir haben den schon. Das ist der Grafantrieb SGD 3100. Und wir haben hier den SGD 3100. Okay, der kann dann wieder weg. So, Test, geringe Mobilität, ja, nicht zugewiesene Waffen. Hier machen wir den Raketenwerfer. So, was haben wir noch für Warnung? Geringe Mobilität. Ringere die Masse oder füge Antrieb hinzu. Hier haben wir einen Frachtraum. Okay, Antriebe. Der sieht cool aus. Kann ich den... Ist der durch irgendwie Dingens hier hinzugekommen? Neu hinzugekommen? Warte mal, wenn ich den einmal rausnehme und den auf... Ja... Okay, nice. Dann duplizieren wir den. Nominal. Okay. Der sieht jetzt auch ein bisschen krasser aus. Test. Alles passt. Lassen wir so. Ah, warte. Jetzt haben wir... Schiffsbilder. Alles auswählen und Farbe. Müssen wir nochmal anpassen. So, Farbe 1. Und hier Farbe 3. So. Okay, dann müsste das jetzt mal passen. Dann müsste das jetzt besser sein. Testen wir gleich, später irgendwann. Jetzt müssen wir mit Ding... Ich muss arbeiten. Was willst du von mir? Warum so beleidigend? Ah, also so... So. Mit wem müssen wir reden? Der Turm ist geschlossen.
Komm später wieder. Ich sollte mich bei dir melden. Ich bin Max Deus. Ich habe in der Elios-Zuflucht geholfen. Ach, du bist das. Bei diesem kleinen Treffen gelten zwei Regeln. Regel 1, du erzählst nichts weiter, was ihr da oben besprecht. Das ist eine Privatangelegenheit und dabei soll es auch bleiben. Regel 2, wenn du dich entschließt, mit dieser Waffe rumzuspielen, haben wir ein großes Problem. Kannst du dich daran halten? Absolut kein Problem. Sagen wir mal klar doch und schauen, wie die Dinge laufen. Du hast mir nichts zu befehlen, Kumpel. Ja, schauen wir mal, wie die Dinge laufen. Ich denke, ich kann das als Ja werten. Na schön, geh hoch. Miss Lance erwartet dich. Okay, dann Miss Lance. Sprich mit der Spenderin. Dann bist du wohl unser Gast. Bitte setz dich doch. Okay, dann setze ich mich. Du weißt ja schon, wer ich bin. Risha Lance, CEO von Laredo Firearms. Und über dich weiß ich schon alles. Ich kann dir gar nicht genug danken, was du für die Zuflucht getan hast. Wirklich. Sie ist mein Herzensprojekt. Ich bin kein großer Fan von Smalltalk, kommen wir zur Sache. Wenn du das willst. Ich brauche Details, bevor ich mit den Köpfen der Tracker-Allianz rede und ihnen klarmache, dass die Zuflucht für sie tabu ist. Lilly macht sich Notizen, während wir reden. Nevin meinte, die verschiedenen Vorfälle in der Zuflucht gehen auf das Konto dieser beiden wild gewordenen Kopfgeldjäger. Verstehe ich das richtig? Ich habe entsprechende Beweise gefunden, ja. Ich kann nur bestätigen, dass die an der Entführung beteiligt waren. Beim Rest war ich nicht dabei. Über welche anderen Vorfälle sprichst du? Es gab mehrere Diebstähle und Unfälle. Dann wurde schließlich Mr. Killman entführt. Wir dachten, die hiesige Fauna wäre vielleicht dafür verantwortlich gewesen. Ixel ist nicht gerade der angenehmste Ort. Aber bei Nevin klang es so, als wären diese Kopfgeldjäger die Übeltäter. Und ich hatte gehofft, du könntest bestätigen, ob das stimmt. Ich habe entsprechende Beweise gefunden. Gut. Lilly, schick uns dann bitte allen eine Kopie, ja? Ja, Miss Lance. Aber Nevin meinte, du allein hättest sie dazu gebracht, zu verschwinden. Darf ich fragen, wie du das geschafft hast? Ich versuchte, mit ihnen zu verhandeln, aber sie griffen mich an. Ich musste sie erledigen. Ich wollte es nicht tun, aber diese beiden verstanden nur Gewalt. Ich habe sie beide zu Boden gebracht, Problem gelöst. Wenn für dich alles aufs Gleiche rauskommt, will ich lieber nicht darüber reden. Ich hatte schon versucht, mit denen zu verhandeln. Das war bestimmt alles andere als leicht. Danke, dass du dich derart in Gefahr gebracht hast. Aber mich interessieren die Details. Wie genau hat sich das abgespielt? Das war ein Kampf des Jahrhunderts, echt. Hätte ihn jemand miterlebt, sänge man Lieder. Sie waren ganz schön unterlegen. Lass die Allianz wissen, dass sie ihre Leute besser ausbilden muss. Es war ziemlich heftig. Diese Jäger wissen, wie man mit Waffen umgeht. Der eine war auf jeden Fall overpowered, also der hatte schon ein heftiges Level gehabt. Sie sind sicher nicht als Leichtgewichte bekannt, ja? Du bist aber zum Glück wohl auch keines. Nur eine Sache wollte ich dich noch fragen und ich will nur deine persönliche Meinung. Hätte sich das in deinen Augen vielleicht irgendwie verhindern lassen? Die Zuflucht ist viel zu schlecht geschützt, sie braucht mehr Security. Deine Führung braucht Orientierung, Sloan und Nevin haben hier wirklich missgebaut. Ich glaube, ihr seid jetzt auf dem richtigen Weg. Ein Haufen Krimineller an so einem Ort herumlaufen zu lassen, kann nur tragisch enden. Ich sage, die ist zu schlecht geschützt. Nach dem, was ich von dir und Nevin gehört habe, sehe ich das auch so. Es wird dauern, die richtigen Leute dafür zu bekommen, aber ich sorge dafür, dass man sich darum kümmert. Jedenfalls habe ich genug, um mit der Allianz zu reden. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Was du getan hast, verdient deutlich mehr als nur ein paar freundliche Dankesbekundungen. Hier, die sind für dich. Ein sehr seltenes Modell, aber du hast es dir verdient. Also, willst du noch irgendetwas besprechen, bevor sich unsere Wege trennen? Ich glaube, was habe ich jetzt bekommen? Helm, Frieden, Stifter, was? Ich glaube, dass du mit der Zuflucht was wirklich Gutes bewirken wirst. Ich glaube, dass du mit der Zuflucht dein Geld verschwendest. Ich habe sonst nichts mehr zu besprechen. Was hat dich eigentlich in erster Linie am Engagement für die Zuflucht gereizt? Ich mache mir schon länger Gedanken darüber, wie man den Inhaftierten der Galaxie am besten helfen könnte. Die Menschheit hatte viele schlechte Ideen. Sie ins Gefängnis zu stecken und zu vergessen, haben die Colonies schon damals probiert. Sie brachten ihre Kriminellen in eine Strafkolonie auf Suvorov und überließen sie ihrem Schicksal.
Die Leute fanden diese Behandlung allerdings gar nicht gut, übernahmen die Kolonie und jetzt kennt man sie als Crimson Fleet. Dann versuchten wir es mit Geldstrafen statt Gefängnis. Wenn man allerdings kein Geld hat, ist das nicht unbedingt eine Verbesserung. Eine schlechte Idee nach der anderen. Ich dachte mir, es wäre an der Zeit für etwas Neues. Daher die Zuflucht. Es ist unser Versuch, etwas anders zu machen. Wie wir so die Tracker-Allianz dazu bringen, nicht mehr quer zu treiben? In meiner Position macht man sich viele Freunde. Im Freestar Collective, in den Colonies. Die Art von Leuten mit reichlich Einfluss. Zum Beispiel darauf, wie viel ein Ort pro Quartal für Allianzverträge ausgeben darf. Wenn die Allianzführung begreift, dass es besser ist, wenn wir alle Freunde sind, dürfte sie die Zuflucht in Ruhe lassen. Ich habe sonst nichts mehr zu sprechen. Dann muss ich deine Zeit nicht mehr in Anspruch nehmen. Danke dafür. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst. Wie du gesehen hast, gibt es noch viel zu tun. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin nur der Wachmann. Geh bitte weiter. Okay, finde den Notruf in Schraubdes-System. Verzeihung? Wo geht's hier raus? Da geht's raus. Da, Sarah. Melde dich in der Elios-Frucht. Ich wollte eigentlich hier, Dings weitermachen. Was habe ich jetzt hier bekommen? Friedensstift. Irgendwas mit Friedensstift habe ich bekommen, ne? So. Anzug, Friedensstifter. Das auch Friedensstifter. Ja, okay, der Friedensstifter gefällt mir. Nächstes Mal dein Jetpack. Sarah, warum bist du jetzt so sauer? Warte mal, welche ist jetzt aktiv? Das wollte ich machen jetzt. Melde dich in der Elios-Zuflucht nochmal. Weil ich jetzt wissen will, wie es da weitergeht. Und ich will jetzt gucken, wie gut unser Schiff jetzt ist, falls er jetzt besser ist. Okay, es geht los. Also ich hoffe wirklich, dass es jetzt damit besser ist. Beim wir Schießen. Sind wieder, wo wir hingehören. Okay, das ist genauso. So, machen wir hier nochmal jeweils einen rein. Ja, okay, damit können wir kämpfen. So, und los. Nicht Tempel Psy, sondern hier Elios zu Flucht. Die Höhle teilweise erkundet. 50% nur der Höhle erkundet. Okay. Die Höhle haben wir noch nicht mal fertig. Müssen wir auch noch machen. Müssen wir auch noch irgendwie schaffen. So, das ist glaube ich hier jetzt die Frontier, kann das sein? Im alten Design noch? Ich melde mich mal. Die Elios-Zuflucht. Oh. Das wird hier mal eine ganz besondere Einrichtung. Das steht ja wieder. Wegen dieser kleinen Episode mit den Trackern hat Nevin mir erlaubt, ein eigenes Sicherheitsteam anzuheuern. Ah, nice. Und das brauchen wir auch. Ja, hoffentlich läuft das dann für euch besser. So, wen haben wir hier? Keine Sorge, wir kriegen das schon hin.
Bauarbeiterin. Tracker auf einem Rachefeldzug. Jonah. Ich habe den Leuten hier offensichtlich Unrecht getan. Ah, der. So, ah, hier. Was du alles getan hast, ich danke dir vielmals. Ich muss mich bei dir melden. Du bist nur rein zufällig in unserer Ecke des Universums. Nevin hat mir von deiner Vorladung erzählt. War unsere Spenderin sehr streng. Wie man in ihrer Branche ist, sie erstaunlich nett. Es war angenehm, euch helfen zu können, ohne dass dabei jemand mein Leben bedroht. Lügen, oh, wir sind beste Freunde. Wir gehen bald mal mit ihrer Mega-Yacht auf Spritztour. Was soll die Geheimniskrämerei um diese Spende? Für jemanden sie aus ihrer Branche... Sie kann gnadenlos sein, wenn die Situation es erfordert. Aber dieses Projekt ist für sie ein Herzensprojekt. Also war sie sicher sehr dankbar. Naja, dank eurer kleinen Unterhaltung tut unsere Spenderin alles, um die vielen Hürden aus dem Weg zu räumen. Wir sind dabei, neue Sicherheitsleute einzustellen und suchen auch unkompliziertere Bauarbeiter. Wir tun alles, um die Zuflucht fertigzustellen. Bis zur Eröffnung ist es noch ein weiter Weg. Aber ohne dich würden wir das Ziel nie erreichen. Es wird wohl nichts aus meinem Plan, euch einen Strich durch die Rechnung zu machen. Schade. Wie lange wird es wohl dauern, bevor ihr öffnen könnt? Das ist schwer zu sagen. Wir können jetzt erst langsam mit der Analyse beginnen, wie lange alles noch etwa dauern wird. Aber irgendwann werden wir es schaffen. Dank deiner Hilfe. Ja, okay. Ich bin nur froh, dass ich... Das geht mir auch so. Danke noch einmal. Unsere Tür steht immer für dich offen. Ich hoffe nicht, dass ich kriminell werde. Oder doch, irgendwie schon ein bisschen. Irgendwie schon. Obwohl, wir haben es mit der Crimson Fleet verkackt. Also. Mann, mir tun Stellen weh, die gibt's gar nicht. Hä? Wie soll das bitte gehen? Mir tun Stellen weh, die gibt's gar nicht. Das hätte ich gerne einmal erklärt, bitte. Ausführlich, ja? So. Ich würde jetzt Ryujin machen wollen. Beschaff den Bauplan. So, Sarah. Hallo, Sonnenschein. Es wird Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Na gut. Aber versprich mir, vorsichtig zu sein. Ja. Ich will dich nicht verlieren. So, sind wir jetzt erstmal ein Weilchen wieder allein unterwegs. Denn wenn ich jetzt für Ryujin arbeite, wird sie nicht so erfreut sein. Machen wir aber trotzdem das mal weiter. Ich will Ryujin beendet haben, ja. Hallo, Antrieb gestartet. Los geht's. Es läuft auch echt viel zu wenig Musik in letzter Zeit. Fester Orbit erreicht. So, auf nach... Was? Ach nö. Die schon wieder. Autsch. Okay, machen wir die fertig. So, den haben wir. Da ist der nächste. Nice! Okay,
Das ist jetzt viel, viel nicer. Okay, nice. Hallo, ich möchte hier hin. Hä? Leere. Ja, gut, dann machen wir das so auf diese Art. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Das, ich will wieder ganz normal fliegen, hallo? Und nicht diese blöde Schnellreise hier. Ja, okay. Die Geldbank ist die führende Finanzinstitution der besiedelten Systeme und politisch nicht gebunden. Okay, warte mal. Beschaffe den Bauplan. In Cheyenne. Da muss ich hin. Warum hat er dann gesagt? Ich verstehe das vom Spiel jetzt gerade gar nicht. So, okay, wo haben wir? Wo haben wir das Ziel? Da unten, ne? Das möchte ich gerne haben, wenn ich reisen will. Und nicht das andere. Stell dich deinem Leid. Warum? Keine schweren Schritte. Weiterkämpfen. Volltreffer auf ihren Grafantrieb. Du kannst nicht gewinnen. So, wo ist der nächste da? Paar Ersatzteile gebrauchen, das auf jeden Fall. Ich kann nicht den ganzen Tag plaudern. Okay, Loot nehmen wir mit. So, da haben wir auch nochmal Loot. Varun Him. So, wo ist der nächste Loot? Haben wir den nächsten Loot? Wie viele Schiffe waren das? So, und da haben wir noch einen. Okay, mit dem Boost müssen wir erstmal noch ein bisschen warten. Bis wir den wieder voll machen. So, Schiffsteile. Wo ist jetzt das Schiff, wo wir andocken wollten? Da. Trident Sternwerft. Trident Luxury Lines begrüßt dich. Dock gerne an und sprich mit unserem freundlichen Sales-Personal. Ja, hab ich vor. Lass mich erstmal nur ein bisschen näher ran. So, jetzt können wir andocken.
angedockt. So muss das sein. Jo, machen wir. So, dann müssen wir jetzt nur noch was klauen. Wir bleiben so. Da können wir jetzt aufmachen, ne? Oh, ich habe kaum Dietrich hier. Schon mal super. Okay, ich kann den und den schon mal nutzen. Der könnte hier reinpassen. Ich den hier hinsetzen. Der könnte auch hier rein. Okay, der könnte hier rein. Und der hier hin. Der könnte hier rein. Der hier rein. Perfekt. Apropos, warte mal, wir haben Skillpunkte. Den müssen wir auch noch irgendwo verteilen. Will ich nochmal hier in Forschung machen wollen. Oder warte, hier, Raumschiffdesign können wir wieder machen. Machen wir den nächsten. Ermöglicht die Installation von hochwertigen Schiffsmodulen. Können wir unser Schiff noch ein bisschen weiter ausbauen? Ich habe dir die Dateien geschickt, Miss Coffin. Ich würde empfehlen, so bald wie möglich reinzuschauen. Siehst du nicht, dass ich versuche, die Zukunft der Raumfahrt zu revolutionieren? Das. So, der könnte hier reinpassen. Hier hin. Und der dafür hier rein. So. Der passt hier rein und der dann dafür hier rein. Sehe ich, aber das sind sehr wichtige Budgetinformationen. Ich glaube, es wäre klug, sie durchzugehen, bevor du weiterarbeitest. Du hältst mich auf, Mädchen. Ich gehe alles durch, wenn ich bereit bin. So, das haben wir wenigstens geschafft. So, Leutchens, ich bin fertig. Ich gehe dann mal wieder. So, ich bin jetzt ganz unten. Okay. Ich muss hier dann einmal hoch. So. Was gibt's denn, Sweetie? Nichts. Nichts Neues. Selber hallo. So. Ich fühle mich ein bisschen so wie in Guardians of the Galaxy. Oh. Mit so einer Truppe hier, bisschen was Gutes, bisschen was Böses. Warte mal. Die Richtung, ne? Da. Und Mission. Geht's los? Ja, so gefällt mir das aber auch lieber. Anstatt dieses Schnellreiseding. Sprung abgeschlossen. Antrieb wieder normal. Fremdes Schiff. Du befindest dich im Freestar Collective Raum. Kurs beibehalten, während wir nach Schmuggelware scannen. Ich dürfte keine haben, oder?
Base Meon. So. Landen wir? Mann, ich will diese Landeanimation haben und nicht dieses Schnellreisen-Scheiß. Der Skill außer Gefecht macht Erdwaffen effektiver. Erdschaden ist für Menschen nicht tödlich, kann aber Bewegungsunfähigkeit verursachen. So. Wofür steht nochmal EM? Elektromagnet? Kann das sein? Okay, auf wieder zu meinen Arbeitgebern. Die Questreihe will ich ja fertig haben. Und hier gibt es ja auch noch ein paar Händler, denen ich noch was verkaufen kann. Ich habe ja so viel Scheiß im Inventar. Na los, die Scanner tun. So, obere Platten. Wir müssen aber auch schon, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir jetzt nicht mehr unsere Basis auf der Erde besucht hatten. Müssen wir auch mal wieder hin. So, aber erstmal die ganzen Händler wieder. Hier können wir noch Sachen verkaufen. Wir haben viel, viel Scheiß. Willkommen, James und ich haben ein paar Wir einigen uns ganz bestimmt. Ja, so, 5000 hatte. Zu verkaufen haben wir den Peacemaker und den Drumbeat und den hier. Dann unter Anzüge, den will ich nicht. Der hat aber auch nicht mehr das Geld dafür, verdammt. Hier auch nicht. Ich hätte auch nicht mehr das Geld dafür. Ressourcen. Hier darfst du haben. Sonstiges. So, aus dem Schiff. Haben wir noch irgendwas für 30? Irgendwas müssen wir doch für 30 haben, oder? Ja, haben wir. Tatsächlich hatten wir was. Für exakt 30. Ist auch nice. Das Herz der besiedelten Systeme. SNN. Stroud Eklund. Können wir... Da können wir nichts verkaufen. Die Garbank-Automaten stehen überall in den besiedelten Systemen. Bin nicht in Stimmung. Eines der Highlights jeden Dezember: Winter Chunks. Aber ab dem 1. Januar müssen Gourmets wieder 11 Monate warten, um ihre Gelüste zu stillen. Über 100.000 Menschen fordern nun in einer Petition, die Delikatesse ganzjährig anzubieten. Chunks sagte dazu: Für Winterchunks sind spezielle Zutaten nötig, die wir nur zu dieser magischen Zeit im Jahr bekommen. Okay. Aber das ist jetzt mal was Neues. Das habe ich bisher noch nicht gehört. Du hast doch die Crimson Fleet ausgeschaltet, oder? Ich habe einen Kumpel bei der SysDev, der hat mir alles erzählt. Abgefahren. Yo. Neue Dialoge. Gibt es überhaupt Waffen, die Combatech nicht baut? Ich will nur Händler. Ah, Trade Authority, genau, den haben wir vergessen. So. Ja, was? Coleman, ich will dir was verkaufen. So, sprich mit mir, hallo. Ist hoffentlich keine. Wenn du Geld hast, oder die. Ja, jetzt hier, lass, Dings. Hier haben wir nichts mehr. So, Anzüge. Kann ich den jetzt endlich verkaufen? Den. Und den. Hier haben wir nichts. So,
Nein, nein, lass uns handeln, lass uns handeln. Ja, gute Idee. Aus Schiffsinventar will ich noch ein paar Sachen loswerden. Das, das. Das. Okay, 26 hat er noch. Und nochmal für 9. Bist du fertig? Dann verzieh dich. Ja, halt's Maul. Egal, wir gehen dann mal zu Ryujin. Oh, ihm können wir was verkaufen. Hab vergessen. Jetzt lassen diese Beschissenen dies. Wir haben gerade. So, aus dem Dings hier. Alter, wie viel Geld hat denn? Auch nicht genug. Ich kann ihn aber auch nicht alles verkaufen. Okay, schade. Die Tür ist da drüben. Warum ist er jetzt so? Madame Sauvage hat immer gute Ratschläge für mich. So, jetzt in diesen Weg. So, reden wir mit unserer Chefin. Operations. Ah, da sind wir. So, wer bist denn du? Als Techniker sind wir für die Vor- und Nachbereitung der Einsätze zuständig. Ich will immer noch ihr Outfit haben. Ah, genau dich wollte ich sehen. Hast du den Bauplan? Ja, hat nur einige Monate gedauert, aber... Hier bitte, ja, und Trident ahnt nichts. Diese Frage grenzt an eine Beleidigung. Bitte, du musst wirklich nicht beaufsichtigt werden. Sieh die Frage einfach als reine Formalität an. Bring das bitte zu Wiener, damit sie die Rückentwicklung einleiten kann. Aber erst will Ularu mit dir sprechen. Ihr Büro ist in der Chefetage. Ich habe deine Sicherheitsfreigabe erhöht, damit du da reinkommst. Sag ihrer Assistentin Maeve, dass du einen Termin hast. Ich komme bald nach, falls du dich verläufst. Oh, 3 Medipacks bekommen. Nice. Ich will trotzdem ihr Outfit haben. Die schwarz-rote, das mag ich. Streng geheim. Triff dich mit Ularu Chen. Managerbüros. Oh. Ich darf jetzt da hoch. Gab's sie vorher auch? Nee, da waren nur 4 Optionen, jetzt sind da mehr. Der Deal wäre so wichtig für meine Firma. Willkommen im Ryujin Tower. Schönen Tag noch. Auf der Chefetage hat Ryujin keine Kosten. So was Stressiges habe ich noch nie erlebt. Aber du hast echt. Also ich darf hier einfach durch. Vor allem, ich finde es auch lustig, dass wir hier so als einziger rennen. Alle anderen laufen bequem und wir rennen hier. Ich warte hier schon ewig. Kann ich helfen? Maeve Salini. Name und Termin. Max Deos, ich habe einen Termin mit Ularu Chen. Bestätigt. Ularu ist noch kurz in einem Meeting mit Genevieve. Ihr könnt hier oder in der Lobby warten. Ich rufe euch, wenn sie euch empfangen kann. Hier steht, dass Imogen Sars so bei dir sein soll. Ich bin hier, Maeve. Gut, es sollte nicht lange dauern. Ah, schneller als gedacht. Ularu ist jetzt schon bereit. Okay. Du weißt, wenn sie nicht mitspielen, bleibt uns nur noch eine Option. Gott, Ularu. Du kommst mir nicht in die Quere und ich dir nicht. Ich will keine weitere PR-Katastrophe. Ja, Viv, weil du zu gut in deinem Job bist. Wir besprechen die Details später. Mein nächster Termin ist da. Schön. Aber du darfst das bei unserem nächsten Meeting Alexis sagen. Ich habe dich im Blick.
So. Die haben auch coole Klamotten. Da bist du ja endlich. Ich habe schon sehr viel von dir gehört. Ich bin Ularu Chen, Head of Operations hier bei Ryujin. Also, wie gefällt dir dein neuer Job bisher denn so? Dieb, der Job ist genau meine Kragenweite. Tja, es ist eben ein Job. Das ist ein absoluter Traumjob, ich bin begeistert. Legalere Arbeit wäre mir lieber. Was beinhaltet das genau? Kurz gesagt, den Erfolg der Firma sicherstellen und dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft. Wir versorgen unsere verschiedenen Abteilungen mit den Ressourcen, die sie benötigen, um die Erwartungen zu erfüllen. Das ist leichter gesagt als getan, glaub mir. Hm? Der Job ist genau meine Klagenweite. In dem Fall erweist sich unser erster Eindruck von dir als erstaunlich zutreffend. Also, die liebe Genie sagt, du hast die Grundlagen unserer Arbeit schon durchlaufen und hattest jedes Mal Erfolg. 5 erfolgreiche Standardaufträge und einen speziellen. Und noch dazu eine makellose Bilanz. Kein Wunder, dass dich hier oben alle lieben. Ich habe zufällig einen persönlichen Auftrag für dich. Einen, bei dem du dich mit einem externen Kontakt treffen musst. Genie scheint zu glauben, dass du das mühelos hinbekommst. Er ist der beste Agent, den ich je angeheuert habe. Und auch der einzige Agent, den du je angeheuert hast. Treffen mit externen Kontakten sind nicht immer so simpel wie deine bisherigen Missionen. Manche sind wankelmütig oder fordernd. Du musst also wissen, wie du mit ihnen umgehst und spontan Entscheidungen treffen. Verstanden, das kriege ich hin. Gut, sonst hätten wir hier bei Ryujin wohl auch nicht viel Verwendung für dich. Dein Kontakt ist Simon Ritschek. Er hat angeblich Informationen zu einem neuen Projekt, an dem Infinity Ltd. arbeitet. Er nennt das Projekt einen Gamechanger, an dem Ryujin sicher besonders interessiert wäre. Er verlangt also bestimmt nicht wenig. Wir haben ein Budget von bis zu 1000 Credits dafür. Handle ihn möglichst weit runter. Wenn es wichtig ist, besorge ich Informationen. Er bekommt von mir keine Credits. Wie läuft das mit der Vergütung? Sollte ich noch irgendwas Bestimmtes über Simon wissen? Simon arbeitet seit Jahren für uns und ist daher keine Gefahr für dich. Er ist paranoid und wurde wohl deshalb nie gefasst, aber seine Informationen sind es normalerweise wert. Simon überprüft deine Identität über einen geheimen Losungssatz. Die Details bekommst du von Genie. Das ganze Konzept ist unter meiner Würde. Simon ist ganz sportverrückt und redet bei jeder Gelegenheit darüber. Irgendwann sagt er beiläufig, sieht aus, als wären die Galactic Raiders dieses Jahr haushoher Favorit auf die Universal Championship. Du antwortest darauf, Razor Derby ist der einzig wahre Sport. Klar? Klingt sympathisch. Was ist Razor Derby? Laut Simon Ritschek der einzig wahre Sport in der ganzen Galaxie. Aber wenn du mehr über Sport wissen willst, frag ihn. Ich sehe mir zur Unterhaltung lieber einen guten Film an. Da sind wir derselben Meinung. Okay. Wer sind die Galactic Raiders? Ein extrem schlechtes Badball-Team. Ein Gurkentrupp. Bevor die jemals die Universal Championship gewinnen, wird Aurora außerhalb von Neon legalisiert. Aber Simon hasst Badball, weshalb er sich diese Antwort als Losung ausgedacht hat. Okay, geht klar, bin bereit. Er ist in Cydonia. Hoffentlich ist dein Schiff also vollgetankt. Such ihn über den Lux Condos auf der Plaza. Du hast den Burschen sehr gelobt, Genie. Hoffentlich lässt er dich nicht schlecht aussehen. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss noch einiges erledigen. Vielen Dank für das Vertrauen. So, wann habe ich Zugang auf solche Klamotten? Also ich will dieselbe Klamotten haben. Die CEO von Ryujin ist nicht zu unterschätzen. Also wirklich, ich will dieselben Klamotten haben. Dieses schwarz-rote. So, Ebene wählen, Lobby. Ich guck mal, ob der Händler unten schon mittlerweile die für uns zur Verfügung hat. Dann würde ich die kaufen wollen. So, er hier. Oh, wann habe ich... Willkommen zurück. Hier, guck,
So, bitte, Chef. Chefetage. Management mächtig. Leider noch nicht. Leider hat er noch nichts. Bis zum nächsten Mal. Der hat noch nichts dergleichen. Ja, aber ich würde dann sagen, hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.